Ja, hallöchen, Tagesmotivation von heute, 10. Ja, vielleicht hast du schon gehört aus der Bibel, man soll immer seinen 10. abgeben. Boah, als ich das erste Mal darüber gehört habe, ich sagte, ja, schon klar, alles gut. Ich habe es natürlich nicht gemacht, ich habe es irgendwo nicht eingesehen. Nach dem Motto, ich zahle schon Kirchensteuer, wieso soll ich da noch einen 10. abgeben? Dann habe ich aber eins festgestellt, immer mehr erfolgreiche Menschen, mit denen ich es zu tun hatte, die haben alle ihren 10. abgegeben. Das habe ich schon sehr, sehr, sehr nachdenklich gemacht. Dann habe ich mir eines gesagt, komm Ernst, bevor du es verurteilst, beurteilst, gib dir doch einfach die Chance, gib dir die coole Möglichkeit, mach's einfach mal. Ich habe den 10. abgegeben und weißt du was, ich hatte sehr, 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 sehr viel Erfolg. Es war wie von Geisterhand, plötzlich hatte ich ganz, ganz viel Erfolg, es hat sich so viel in meinem Leben verändert. Und eines Tages dachte ich, nö, jetzt bin ich finanziell nicht ganz so gut drauf, jetzt gebe ich keinen 10. ab. Und weißt du, was dann passiert? Ich habe es buchstäblich in sich zusammengebrochen. Heieiei. Ich habe dann wieder recht lange gebraucht, bis ich es gerafft habe, dann bin ich wieder eingestiegen und ich muss sagen, ja, 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 gib immer den 10., gib immer 10% ab. Und viele sagen natürlich, ja, wieso, ich brauche doch das ganze Geld. Ich habe in Bad Türkheim einen Penner gesehen, der hat einem anderen Geld gegeben. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was machst denn du da? Er sagt, ach, weißt du, wenn ich Geld bekomme, dann gebe ich gerne 10% ab. Sag ich, wieso machst denn du das? Ja, weil das ist ganz wichtig. Immer wenn ich das mache, da brauche ich keine Angst zu haben, dann ist immer alles schön im Fluss. Und ich bekomme permanent Geld von anderen. Und wenn ich es mal nicht mache, weil ich denke, ich bin knapp bei Kasse, plötzlich kommt auch nichts mehr rein. So, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, naja, das ist doch alles Hokuspokus, wie kann man nur so rumspinnen? Gewöhn dir eines an, wenn du magst. Auch ich habe das getan. Ich war früher ein ungläubiger Thomas. Ich habe alles abgelehnt, ich habe alles belächelt, teilweise auch verspottet, weil ich konnte es nicht fassen, was nicht in mein Weltbild hineingepasst hat. Das war einfach nichts. Mittlerweile gebe ich mir die Chance und dazu möchte ich dich herzlichst einladen. Gib dir die nächsten 4-5 Monate die Chance, gib immer 10% ab. An wen gibst du das? Einfach an Menschen, die es brauchen, an Organisationen. Ich unterstütze sehr gerne Kinderhospiz, dann Hospize in Bad Dürkheim, Lebenshilfe, SOS Kinderdörfer und. Oder auch Menschen, die mir geholfen haben, dass ich weiterkomme. Dazu möchte ich dich einladen und ich bin mir ganz, ganz sicher, das wird sehr, 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 sehr viel bei dir verändern. Aber du musst dir die Chance geben, ja, nicht einfach nur jetzt einen Tag spenden oder einmal im Monat spenden und dann gleich Wunder erwarten, sondern mach's über 5-6 Monate. Ich freue mich sehr, vielleicht machst du das schon mit dem 10. Dann bitte ich dich darum, schreib Kommentare dazu. Hilf einfach auch mit deinen Kommentaren, dass andere Menschen sehen, oh ja, da ist doch was Wahres dran. Ich danke dir auch sehr für das Teilen des Videoclips, damit möglichst viele Menschen einfach diese Chance, dieses wundervolle Potenzial des 10. erkennen und auch umsetzen. Ja, in diesem Sinne, wenn du mehr Erfolgszitate haben möchtest rund um das Thema Erfolg, dann geh auf www.erfolgszitate.de oder du gehst auf meinen YouTube-Channel Ernst Krameri und dort findest du über 2500 Clips. Letztlich alle rund um das Thema Erfolg. Pass gut auf dich auf, arbeite mit dem 10. und das wird ganz, ganz, ganz viel verändern bei dir. Ich freue mich auf deinen Kommentar und aufs Teilen. Ciao, bye bye. Dein, ihr, euer Ernst Krameri.